irgendwie nie. So, das reicht ja erstmal. So, der steht da immer noch hinten rum, total buggy. Und zerfällt hier. Wie eine hohle Nuss, Mann. Dann müssen wir da trotzdem mal durch. Danke. So. Wie haben wir das gemacht hier? Ups. Ups. Geh da durch, Mann. Also so glaube ich auch nicht. Aber das muss doch hier irgendwie funktionieren. Hallo, Dicker? Bei dir alles okay? Ich glaube nicht. Moment. Okay, das blaue Zeug löscht den gar nicht. Wasser dagegen schon. Und das grüne Zeug löscht natürlich auch. La 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 la, Feuerwehrmann. So, hat nichts gebracht irgendwie. Außer, dass er jetzt wieder wütend ist. Oder auch nicht. Och, meine lieben Freunde, wie funktioniert das denn hier? So, wir saugen uns das nochmal hier ein. So, wir machen eine ganz kurze, kleine Aufnahmepause, meine lieben Freunde. Bis später. So, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich musste den Kerl erstmal zum Bewegen zwingen wieder. Und er bewegt sich wieder. Und mir ist aufgefallen, wir können ihn voll verarschen, den Sackhund. Weil der folgt nicht uns, der folgt dem Licht. So ist das nämlich. Der will gar nichts von uns. So, wir sagen dem Hund jetzt, dass er hier hochkommen soll. So, weiter geht's. So, also eigentlich folgt er dem Licht. Aua. So, genau. Rot. Wir machen es einfach nochmal. So, wir spritzen mal hier oben dran. Hallo. Na komm her, du Hund, Mann. Schneller. Komm, mach hin. Na los. Komm, folge dem Licht. So, weil wir müssen ihn irgendwie zwingen, da reinzugehen. Na gut, so mal nicht. Ja, ich weiß, du bist wütend. Aua. Aua. Nun ja, wir müssen den irgendwie zwingen, da reinzugehen. So, wir nehmen uns hier nochmal. Wir müssen kurz mal durch die Lava. Aua. So, komm. Komm. Feiner Bursche.
Weiß nicht, ob wir den irgendwie so locken können oder so. Komm, mein Freund, du musst da rein, da hinten. Komm, hier hinten rein ist gut. So, genau, so war's, weil wenn man ihn anspritzt, dann sieht er nichts mehr. Ach, verdammt! Wir holen uns gerade mal ein bisschen grünes Zeug wieder. Soll er halt mal hier runterkommen kurz. Du kannst da nicht lang, Mann. Wie das da rausgespritzt kommt. So, wir brauchen eine größere Pistole. Nicht die. Die da vielleicht. Komm her, mein Freund. Ja, das hat ja auch genauso gut geklappt. Nochmal zurück. Aua. Nein, nicht sterben. Oh. Was ein Glück. Komm, lauf hinne. Komm, noch lauf ein Stück. Jetzt hat er es. Hey, wir haben es geschafft. So, Dankeschön, Digga. So. Was passiert da jetzt? Ah ja, das geht auf. Okay, und nun? Fällt er da jetzt durch und stirbt oder was? Ja, ist ja gut. Wow, 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 wow. Wir gucken das uns nicht weiter an. Wir gucken uns jetzt erstmal hier um. So. Dich töte ich jetzt. Du hast gar nicht anders verdient, du Sack. Ach, okay. Wir können diesen Kerl steuern. Alles klar, dann sagen wir mal schön weiter nach rechts gehen. So, und ab nach unten mit dir. Nein, nach... Wie kann ich denn sagen, dass er nach unten gehen soll? Soll ja da bleiben. So. Da bleibt er jetzt erst vorerst. Was haben wir hier links? Platsch. Ah ja. Okay, der ist Fujikada. Der macht hier nichts mehr so schnell. Oh, oder macht er vielleicht doch? So, was sagt uns das jetzt? Wie kommen wir denn hier besonders wieder hoch? Ah, so. Ah, so. So, dann müssen wir bestimmt wieder steuern.
So, genau, dann sagen wir nämlich links lang. Und das war's. Minen abgeschlossen. Leuchte und Klippe im Labor erhalten. Wuhu! Wie? Diesmal gibt's kein Aufladezeug für bessere Waffen. Tja! Meine lieben Freunde, ich schwöre es euch, ich merke es, das Spiel geht langsam vorbei. Boah, die Musik ist aber wirklich richtig gut. Der Beschleuniger! Wuhu! Ich habe den Fluorobefall in den Bienen erfolgreich beseitigt. Aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich die Symptome von meiner Macht bekämpfe, die weitaus größer ist, als die mir bisher vorgestellt hatte. Und dass ich vielleicht auf der falschen Seite dieser Macht stehe. Da ich jetzt etwas leuchtenden Klipper habe, kann ich zumindest den Beschleuniger fertigstellen. Leuchtenden Klipper hat eine mächtige Dampfform, die perfekte Stabilisator, oder so, auch wie immer. Der nächste Schritt ist klar. Während sich die Hauptkammer der Beschleunigung wird fortgesetzt. Wird fortgesetzt. Gut, okay. Wir rennen jetzt hinten durch. Nein, wollen wir nicht mehr betreten. So. Nun haben wir alles hier. An grünen Klipper, leuchtenden Klipper, nicht so leuchtenden Klipper, was auch immer für ein Klipper. Alle Klipper vorhanden. So, wir gucken uns mal die Tafeln hier an. Vielleicht passiert ja wieder was. Nee. Da passiert jetzt diesmal was. Da muss ein Fluoro hinein. Ein Angst habe ich vor irgendwas, Fluoro. Ne, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber egal, wir drehen es jetzt einfach mal. Ah! Ach, da fängt das an, Ding zu drehen. Ach, genau, so. Okay. Kommt da noch irgendwas hinzu? Nein. Da kommt auch nichts hinzu. Hm. Gut, das wird jetzt genauso noch mal ein Rätselchen. Wir drehen am Rad. Genau, nehmen uns die Fluoros hier. So, und schießen die mal hier drauf. Ich hoffe, das funktioniert. Nee, war ja klar, dass sie wieder weg sind. Okay. Ach man, dann knallen wir ihn hier oben an die Decke. Und den knallen wir hier oben auch an die Decke. Genau, du fährst in die richtige Richtung. Ach, rot ist euch gut. Du drückst auch den Schalter, wunderbar. So, kann das was werden? Ne, es wird wieder nichts. So, einmal. Und ein zweites Mal. So, jetzt laufen diese durch. Moment, ich hoffe, dass das noch durchläuft, wenn man hier hochgeht. Ich meine, nein. Kannst du mir zumindest nicht vorstellen. Doch. Oh. Geschickt. Was denn da oben muss ein Fluoro rein? So ein Angstfluoro. Ja, aber aus was soll der da rein? Und was für ein Stoff hier? Erstmal saugen wir uns ja jetzt mal voll hier mit allen möglichen Zeug. Aua. Alle klar, schön voll machen hier. Na auf. Das dauert aber Ewigkeiten hier. So.
Und genauso nochmal mit Wasser. So. So, jetzt bleibt nur die Frage, was kommt da rein? Das nicht. Das fällt ja direkt durch. Das soll doch nicht direkt durchfallen. Wir starten das Ding jetzt einfach mal kurz hier. Mal sehen, was passiert, wenn die Dinger da unten laufen. So. Irgendwie ja nichts, ne? So, ich bin jetzt genauso schlau wie vorher. Wir haben blaues Zeug, wir haben rotes Zeug. Wir haben Lava-Zeug. Aua. Und wir haben grünes Zeug. Weiß aber dennoch nicht, was hier zu tun ist. Besonders, das fließt doch hier auch gar nicht zusammen oder so.